So. Fängt ja schon mal super an. Okay, wir machen jetzt das Tanzverbot-Quiz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alle Fragen richtig beantworten kann. Hey, aber das sah eigentlich auch übel gemütlich aus, oder? Der Hintergrund. Wo die Couch noch nicht so stand, sondern die noch so vorne war. Oha. Dieser Clip. Ja, okay, die halbe Blockbuster. Krieg dich mal ein jetzt. Digga, was macht er? Was schiebt er denn für Filme, Alter? In welchem Jahr ist er geboren? Naja, A ist sehr unwahrscheinlich. B, das ist natürlich schon eine schwierige Frage. So, wenn ich jetzt hier mal. Wie soll ich denn die Kamera ja hier hinmachen? Oh, jetzt habe ich mein Overlay verschoben. Oh. So. Das ist eine gute Frage. Wann wurde ich geboren? 94, 95, 96 oder 97? Na, ich glaube, ich tippe jetzt mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Tanzverbot wurde 1997 geboren, würde ich jetzt mal sagen. Butch TV, Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja! Yeah! Ja, yeah, die erste Frage ist richtig! Ja! Yeah! Wie lautet Tanzis Nachname? A. Heinrich, B. Hellinger, C. Hermann, D. Hoffmann. Warum sind das alles so überdeutsche Namen? Das ist natürlich eine gute Frage. Na, was glaubt ihr denn? Wie sieht's denn bei euch aus? Was denkt ihr denn, was für einen Nachnamen ich trage? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde mal auf A tippen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte auch Hermann sein. Also ich tendiere immer zwischen A und C. Einfach Hellinger. Ich bin einfach der Bruder von Sascha. So nannte sich Kilian Tanzverbot. Bei Wikipedia gefunden, Mutter hat es ihm verboten zu tanzen. YouTube-Kanal am Karfreitag gegründet, wollte eigentlich Tanzgebot heißen. Naja, es gibt auf jeden Fall zwei Versionen, die sein könnten, aber es gibt auf jeden Fall eine offizielle und die offizielle Antwort ist. McFlo frei! Dankeschön! Was macht Tanzi gerne in seinen Streams? Alkohol trinken, Fastfood essen, Casino spielen, Sudoku lösen. Junge, als ob ein Hauptcontent-Bestandteil von mir ist, dass ich Sudokus löse. C, ihr ganzen B***er! Was macht Tanzi gerne in seinen Streams? C, Casino spielen. Ich raste aus, Alter. Junge. Schönen Wopper holen. Ich distanziere mich von so einer Art. Mit welchem Rapper ist Tanzi befreundet? Sido, Azad, Tilo oder Crow? Ja, Crow. Crow ist schon ganz cool. Falco. Ah! Mit Sido, let's go! Welchen Spitznamen hat Kilian von Montana Black bekommen? Wer kann sich daran noch erinnern? Welchen Spitznamen habe ich von Tontil Monke bekommen? Junge.
darüber hinaus ist ein Song dadurch entstanden. Ja, war geil. In welcher TV-Sendung hatte Tanz hier einen legendären Auftritt? Schlag den Star bei 1,30, Teddy gönn dir alle gegen ein. Ja, das wird jetzt wird's schon ein bisschen interessanter. Wer das noch weiß. Wer weiß das? Wer weiß das? Ich glaube, die meisten von euch, also die, ich habe die Sendung noch nie gehört in meinem Leben. Was ist das? Und ich habe die Sendung auch noch nie gehört in meinem Leben. Mein Leben mit 300 Kilo. Danke dir, Bruder. War aber keine Auswahlmöglichkeit. Aber schön, dass du es trotzdem erwähnt hast. Sein Song, den er jetzt hier performt, heißt Mein Leben. Bitte gib mir einen Riesenapplaus. Nein, ich will das gar nicht. Nein, das war wirklich... Also ich muss nochmal für alle Leute sagen, es war wirklich eine TV-Serie, wo ich dabei war und die haben den Song so falsch eingespielt, dass ich meinen Anfang nicht gehört habe. Ich hab nur die hellen Töne gehört, aber ich habe nicht den Einstieg gehört und dadurch habe ich dreimal verkackt. Da war ein Publikum von 250 Leute, die dreimal gesehen haben, wie ich dreimal verkackt habe und ich hatte keinen Bock mehr. Alter, das hat mich so aggressiv gemacht und am Ende wurde ich nicht mal ausgestrahlt und ich wurde nur als Fail-Video auf spaß.de hochgeladen. Super. Ey, hat sich richtig gelohnt, Alter. Was, auf welcher Plattform veröffentlicht Kilian Reaction-Videos? Dailymotion? OnlyFans? Vimeo? Pop? Entschuldigung? Worauf wird hier gerade angesprochen? Ich habe jetzt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Das sieht für mich jetzt hier sehr verkehrt vom Informationsgehalt aus. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich kann das erklären. Es gab mal eine Zeit, die... Naja... Ja, es gab halt mal... Es gab mal so eine kurze Phase in meinem Leben. Mann! Junge, dieser Bart. Oh Mann, ey, das war noch ein Leben. Unter welchen Problemen litt Kilian zu seiner Schulzeit? Sucht, Kleptomanie, Haarausfall, Mobbing. Sucht. Junge, ey, in meiner Schulzeit hatte ich noch keinen Haarausfall. Oh Mann. Oh, ich raste aus hier. Ich wurde in der Schulzeit massivst gemobbt und ich bin da irgendwie rausgekommen. Eigentlich nur durch euch, sonst wäre ich heute immer noch in der Aura drin. Dankeschön, dass ihr mich da rausgeholt habt. Was? Wie heißt keiner seiner veröffentlichten Songs? Was? Wie heißt keiner seiner veröffentlichten Songs? Ja. Was schreiben die Leute denn da C, Alter? Kennt ihr nicht meinen legendären Doppel-Piece-Song? Alter, kennt ihr nicht meinen überkranken Doppel-Piece-Song, Alter? Das ist Legende. Hier, jetzt gönnt euch mal den... Ich bin mal kurz auf Toilette. Yeah. Tap-Tap-Tanzverbot. 2020. Also, Hater war der Song, den es nicht gab. Mr. Mambats, Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Wie heißt Kilians Browser-Game? Naja, gut, das kennt, glaube ich, keiner mehr. Der 31er, Dankeschön.
Ich hatte mal so ein eigenes Spiel, aber es war ja nicht richtig eigen. Das war so ein Baukastenspiel, was du kaufen konntest. Und das habe ich gemacht und dann, ja, keine Ahnung. Dann habe ich aber so viele Leute auf dem Spiel gehabt, dass alle Server down gegangen sind und dann, ach, das war alles. Wie bezeichnet die Tageszeitung Die Welt 2018 Tanzis Videos? Das weiß ich doch nicht. Assi-Content, Ekel-Content, Fast-Food-Content, Scham-Content? Na, ich denke mal Assi-Content. Junge, Die Welt. Soll man nicht so frech sein, sonst strike ich die weg. Können sie gucken, wo sie ihre Zeitung verkaufen. Welches Video hat die meisten Klicks? Was? Welches Video hat die meisten Klicks auf seinen Hauptkanal? Hä? Ach so. Ansage. Ah ja, das hier, Zahnlücken-Johnny. Mein Meisterwerk. Mein absolutes Meisterwerk. Oh, Alter. Mann. Hier sind so viele neue Leute, die gar nicht wissen, was für ein absolutes Naturtalent im Bereich der Musikkünste ich bin. Das ist eigentlich alles so. I don't know.